So, bekommen. Oh, nein, aber Spider, meine Views, bleib hier. Viel Spaß. Hau rein. Wir haben gerade einmal die Hälfte des Bandes geschafft. Und bis morgen damit fertig zu werden, müsste ich wohl oder übel ein paar Folgen meiner Lieblingsserien sausen lassen. Ein paar Folgen. Ich muss immer richtig in Serienlaune sein, ehrlich gesagt. Um wirklich mich hinzusetzen und was zu gucken. Ich kann nicht einfach mich so hinsetzen und irgendwas gucken. So. Immer so Phasen. Aber das ist wohl ein notwendiges Opfer, wenn ich dafür noch einmal Natsukis enthusiastischen Gesichtsausdruck sehen möchte. Wow. Oder ich habe einfach nur so viel Angst davor, was passiert, wenn ich es nicht zu Ende lese. Alles klar. Schließlich hebe ich mich auch. Ich gehe zu meinem Platz zurück und stecke das Buch vorsichtig in meine Tasche. Na, hast du dich auch schön brav daran erinnert, für heute ein Gedicht zu schreiben? Ja. Ja, wir haben einfach Worte aufs Blatt geworfen und dann war ein Gedicht. Ja. Und damit hat meine Ruhe ein abruptes Ende gefunden. Warum zur Hölle habe ich den ganzen eigentlich zugestimmt? Ich versinke doch jetzt schon vor Scham im Boden und wir haben noch nicht einmal angefangen. Dazu kommt halt auch noch, dass ich weder Inspiration noch einen wirklichen Plan hatte. Das kommt, wenn man so unerfahren ist. Wunderbar. Und da mittlerweile alle bereit sind, warum suchen wir uns jetzt nicht jemanden, mit dem wir unser Gedicht teilen können? Na, kann man doch easy auf dem Klo durchballern, ist so, Gordon. Oh, du bist hier. Du darfst auch wieder reden. Ja, stimmt. Ich darf wieder reden. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Mit zu viel Energie für meinen Geschmack präsentierte Monika und Sayori ihre Gedichte. Sayori hat ihre so einen verknitterten und halb herausgerissenen Blatt eines Notizblocks geschrieben. Es war leider das Death Note. Schade. Shit. Monika auf der anderen Seite hat ein richtiges Notizheft benutzt. Schon von hier aus kann ich ihre makellose Handschrift erkennen. Alter, Mary, wie nennt man's nochmal? Mary Sue. Ja. Schließlich geben sich auch Yuri und Natsuki einen Ruck und greifen zögerlich in ihre Taschen. Und ich tue es ihnen gleich. Ja. Wem soll ich mein Gedicht zeigen? Zuerst. Wie ich gestern bereits zu Natsuki gesagt habe, würden mich ihre Gedichte wirklich interessieren. Demnach wäre es nur fair, wenn ich mein Gedicht zuerst ihr zeigen würde. Okay, nun fangen wir erstmal mit den Dingen an, die mir nicht gefallen haben. Man sagt immer erst das Positive, Mann! So funktioniert Kritik. Als erstes, Natsuki überfliegt schnell ein zweites Mal mein Gedicht. Vergiss es. Ich habe keine Lust, dir meine Meinung zu sagen. Meinung? You like it, gib's. Hä? Wo liegt denn überhaupt der Sinn darin, das mit anderen zu teilen? Ich habe da geschrieben, während ich genauso gut andere Dinge hätte tun können. Kannst du dich doch daran erinnern, als ich gesagt habe, dass ich dein Gesicht... Sprich richtig. Dein Gedicht lesen möchte. Danke. Auch daran habe ich gedacht, als ich das geschrieben habe. Ich möchte dir helfen, dass du dich wohler fühlst und das mit den anderen teilen kannst. So wie Monika es gesagt hat. Monika es wollte. Nun, es wäre leichter für mich, mein Gedicht zu teilen, wenn deins wirklich schlecht wäre. Alter, du meinst es richtig Poggers. Du sollst mir irgendein dämliches Gedicht geben, sodass ich sagen kann, ha, jetzt zeige ich dir mal ein richtiges Gedicht. Willst du mal ein richtiges Gedicht sehen? Oh Gott. Und du hast alles versaut. Fuck. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ja. Na, bist du jetzt glücklich? Ja. Schon. Mit anderen Worten, es hat dir gefallen. Ihre schnippische Antwort bleibt dir im Hals stecken. Meine Damen und Herren, how to break a Tsundere. Live. Du verstehst es nicht, oder? Doch, du bist mad, weil ich cool bin. Ich hab dir schon einmal gesagt, dass du der Welt nicht zeigen musst, was für ein Wichtigtuer du doch bist. Ich bin Streamer, natürlich bin ich ein Wichtigtuer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das noch nicht gesagt hast. Murmel ich leise vor mich hin. Mad cause bad ist so, Basti! Oh. Heilige Scheiße, Natsuki muss mich ja wirklich ganz schön hassen. Ach, das kommt doch. Ich bin echt nicht ganz sicher, ob es jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist, dass mir mein Gedicht gefallen hat. Leute, wisst ihr was? Wir streamen ab jetzt nur noch Visual Novels, okay? Okay. Wie auch immer, du musst mir deines noch immer zeigen, oder? Na gut, ich weiß. Nur weil Monika es so will. Soll ich es lesen? Ja, lese.
Adler können fliegen. Affen können klettern. Grillen können springen. Pferde können rennen. Eulen können suchen. Geparden können laufen. Adler können fliegen. Menschen können es versuchen. Aber das war's auch schon. Das ist deeper, als es Porgas klingt. Ja. Ich sagte dir doch, dass es dir nicht gefallen wird. Ich verstehe. Es gefällt mir. Was? Es gefällt mir. Sei einfach ehrlich. Wirklich, es gefällt mir. Es gefällt mir. Warum bist du davon überzeugt, dass es mir nicht gefällt? Denn es gefällt mir. Nun, weil jeder in der Oberschule denkt, dass Gedichte anspruchsvoll sein müssen und so. Warum würden Leute mein Gedicht nicht ernst nehmen? Ist der Sinn hinter Gedichten etwa nicht, sich selbst auszudrücken, auch wenn man nicht gut mit Worten umgehen kann? Dein Schreibstil ändert nichts an der Botschaft deines Gedichts. Ja, genau. Ich mag es, wenn es leicht zu lesen ist, aber es soll dich hart treffen. Alter, leicht zu lesen, aber trotzdem hart getroffen, ey, das erinnert mich an... Elements Destiny. Ich wollte gerade irgendeine coole Referenz bringen, aber... Es gibt nichts Cooleres. Das ist wie wenn du gegen Little Max spielst oder so. Ist auch leicht zu lesen, weil sie immer das Gleiche machen. Aber wenn du dich triffst, bist du tot. Okay. Ja? Nee? Das funktioniert so, aber nicht. Aber doch! Okay. Ich mag dieses Gedicht. Das gefällt mir. Man sieht, dass alle um dich herum großartige Dinge leisten, kann das wirklich ermutigend sein. Also habe ich beschlossen, darüber zu schreiben. Ja, verstehe. Danke. Aber die gute Seite am einfachen Schreiben ist, dass man den Wortspielen mehr Bedeutung zukommen lassen kann. So wie ich mich am Ende für einen Reim festgelegt, ihn letztendlich aber absichtlich versaut habe. Was auch immer ich gerade lesen wollte. Es hilft, in der letzten Zeile das Gefühl hervorzubringen. War da ein Reim? Das gefällt mir. Okay, keine Ahnung. Da war kein Reim, das habe ich auch gerade gesagt. Ja, aber sie hat gesagt, sie hat einen Reim gemacht, den ja, sie wollte. Ja, einen Reim machen, aber sie hat es nicht getan. Achso, okay. Für mich klang das irgendwie so, als hätte sie gemacht, aber dann extra unschön. Oh, meine Fresse, hör doch mal zu. Und ich schätze, ich habe nicht mal alle Gefühle wahrgenommen. Das ist die wahre Bedeutung davon, ein Profi zu sein. Ist das Geiles? Guck mal, wie das in der Cam aussieht, wie ich hier gerade sitze mit meinen Armen. Wenn man meine Hände nicht sieht. Ey, war übelst breit. Voll der Pascha. Jo. Es freut mich, dass du etwas lernen konntest. Das hättest du von der Jüngsten hier nicht erwartet, oder? Scheiße, ist die Jüngste. Ich bin die Jüngste. FBI, ja, wahrscheinlich nicht. Mit dem letzten Marlene? Mit dem letzten Kommentar habe ich mich dazu entschlossen, bei ihrem Spiel mitzuspielen. Verdammt! FBI, auf Map! Im Endeffekt ist mir vollkommen egal, wie alt die Leute hier sind. Bruder, das kannst du nicht sagen! Aber wenn sie ausgerechnet darauf stolz ist, dann werde ich ihr diesen Stolz nicht nehmen. Er sagt, es ist völlig egal, wie alt die Leute sind, Junge. Er lebt auf dünnem Eis, Leute. Er lebt auf dünnem Eis. Ach, die wollen die alle sehen? Ja. Yeah. Hi. Das ist schon auch zuerst. Oh. Hi, Chris. Das gefällt mir. Du hast doch gar nicht mehr gelesen. Na, gefällt dir sowas? Das gefällt mir. Ja. Wunderbar, das freut mich doch zu hören. Aber mal so am Rande, da du ja noch neu bist und so bist... Nee, Red ist der Neue. Wenn du jemals ein paar Ideen für unseren Club haben solltest, zum Beispiel was besondere Aktivitäten oder sowas angeht, bin ich immer ganz Ohr. Wir könnten einen Harem-Anime nachstellen. Du brauchst, was das angeht, also keine falsche Scheu zu haben, okay? Okay, let's go! Alles klar, ich werde es im Hinterkopf behalten. Natürlich bin ich immer noch ein bisschen reserviert, was sowas angeht. Bis ich mir richtig eingelebt habe, ist wohl das Klügste, nicht gegen den Strom zu schwimmen. Aber wie dem auch sei, möchtest du jetzt dein Gedicht mit mir teilen? Ja, und auf Twitter. Das ist mir ein wenig peinlich, aber ich schätze, mir bleibt nichts anderes übrig.
Das wird dir nicht gefallen. Nur keine Sorge, Chris. Aber ihr vielleicht schon. Uns allen ist das heute noch ein bisschen unangenehm, okay? Aber das ist nur eine kleine mentale Blockade, die wir schon bald hinter uns lassen werden. Ja, das stimmt. Ich reiche Monika mein Gedicht. Also mir gefällt's nicht. Mir gefällt wirklich gut. Gefällt wirklich gut, Chris. Es gefällt dir. Gefällt mir. Es gefällt dir? Wirklich? Es gefällt mir. Ist nur wesentlich niedlicher, als ich erwartet hätte. Ich wollte auch nicht dich beeindrucken, sondern die... Die Olle. Andere ja. Da. Hä, wen? Meinst du Natsuki? Das genau gehört. Ich hab das gehört, du Arsch. Oh, oh Gott! Kimi! Nein, nein. Nein, nein! Nein, nein! Hat mich vom Stil her nur an etwas erinnert, was Natsuki schreiben würde. Das war ja auch der Punkt. Und sie ist natürlich auch eine gute Autorin. Aber? Von daher war das als Kompliment klang gemeint. Echt wie so ein Aber-Satz, ja. Ne? Ich will ja nicht sagen, aber... Wenn du das sagst... Jopp! Hast du vielleicht rein durch Zufall schon einmal so etwas von Shel Silverstein gelesen? Gehört. Hä? Vielleicht, vor langer Zeit. Nein. Er ist berühmt dafür, alle möglichen Arten von Storys in relativ einfachen und simplen Worten zu erzählen. Seine Gedichte können zum Beispiel witzig, herzerwärmend oder sogar auch ganz schön traurig sein. Und das, obwohl sie teilweise nur ein paar Zeilen lang sind. Auf den ersten Blick können sie einem sogar so vorkommen, als ob sie für kleine Kinder geschrieben worden wären. Aber wenn man mal etwas genauer über sie nachdenkt, Kill Silverstein, genau. Wird einem schnell klar, dass sie die tatsächlichen Perspektiven über die Welt vermitteln, die wirklich jeder nachvollziehen kann. Er hat gar nicht zugehört. Er so richtig so. Das weißt du, was für eine Antwort ist? So richtig so. Aha. Hier rein, ja, das ist ein richtiger. Aha. Ja. Du willst damit also sagen, dass Natsuki ähnlich ist? Würde ich schon sagen, ja. Sie ist vielleicht noch kein absoluter Experte auf dem Gebiet. Aber. Ein richtiger Noob. Du wirst auf keinen Fall irgendwelche unnötigen Passagen in ihren Gedichten finden. Also Teaser, aber Lia sagt auch oft, verstehe, wenn ihr jemand was erzählt. Nee, geht auch nicht zu. Sie mögen vielleicht den Anschein erwecken, keine große Arbeit zu sein, aber tatsächlich kann es sehr, sehr schwer sein, sie mit der richtigen Bedeutung zu verstehen. Versehen. Deswegen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum du so ein Interesse an diesem Stil hast. Ich bin sicher, dass ich noch viele unterschiedliche Dinge ausprobieren werde. Silverstein war übrigens Playboy-Autor. Gold riecht, aha, und wann gibt's wieder Törtchen? Genau so, das war's da drin. Ja, sehr interessant, wo sind die Törtchen? Und damit meint er natürlich Natsuki. Aber es könnte noch eine Weile dauern, bis ich mich dabei wohlfühle. Okay. Naja. Was ja vollkommen okay ist. Laber nicht, und es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du auch noch andere Dinge ausprobieren möchtest. Zeig dein scheiß Gedicht. Ich laber so viel. Das ist der mit Abstand beste Weg, einen Stil zu finden, der wirklich zu dir passt. Natürlich ist jeder ein bisschen voreingenommen, was seinen eigenen Stil angeht. Aber ich werde dir auf der Suche immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist ja nett. Törtchen. Deswegen brauchst du dich auch gar nicht dazu zwingen, so zu schreiben, gut, wie es andere gerne hätten. Ich wollte sie aber beeindrucken. Rückhand. Der Rage is real. Schließlich geht es ja nicht darum, sie zu beeindrucken, nicht wahr? Doch, ich hab's gerade literally sicher gesagt. Ja, Kusenok, so. 8 Monate Treue, vielen, vielen Dank. Ich sag literally gerade, ich wollte sie beeindrucken. Es geht ja nicht darum, jemand zu beeindrucken. Nein, es geht doch gar nicht darum. Ich weiß nicht, was du hast, Chris. Nein, Monika. Du sollst deinen eigenen Stil entwickeln. Geht es natürlich nicht. Aber wie dem auch sei, möchtest du jetzt auch mein Gedicht lesen? Ja. Keine Sorge, es ist nicht wirklich gut. Es wird ihm aber gefallen. Okay, ich erzähl mich über jemanden, der von sich selbst behauptet, nicht besonders geil zu sein. Naja, als Präsident muss ich nun einmal als, naja, so klingen wir. What? Kein Drohung. Emrah. Gordon richtig haha-Eck. Es geht doch nur ums andere. Ist er wirklich so, Emrah? Self-confident here.
Darky 14, 500 Treue. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ihr habt sehr viel Spaß an dem Stream heute. Kann das sein, Leute? Das freut mich. Is it good? Ich habe auch sehr viel Spaß. Is it good? Do you like it? Do you want more? Es gefällt mir. Genau, es gefällt mir. Ich habe schon gelesen, du darfst weiterklicken. Verstehe. Schon wieder verstehe. Na dann beginnen wir mal mit dem Lasen. Loch in der Wand. Ich hätte es nicht sein können. Sieh dir doch nur die Richtung, an, in die der Schritt gefallen ist. War es ein grollender Nachbar? Ein wütender Freund? Ich werde es nie erfahren. Ich war nicht zu Hause. Warum klickst du weiter? Okay. Einer Spur blinzle ich hinein. Nein, ich kann nicht sehen. Also das einzige Loch in der Wand, das ich kenne, sind Glory Holes. Blind wie in einem Film. Wie ein Film, der zu lange der Sonne ausgesetzt war. Aber es ist zu spät. Meine Netzhäute. In sie hatte sich bereits eine permanente Kopie dieses bedeutungslosen Bildes eingebrannt. Es war nur ein kleines Loch, aber es war nicht zu hell. Es war zu tief, sich ab ewig in alle möglichen Richtungen erstreckend, voll von unendlich vielen Möglichkeiten. Und da wurde mir klar, dass ich nicht hineingeblickt habe, sondern heraus. Und er auf der anderen Seite hat hereingeblickt. Anyway. Es gefällt mir. Darum müsste man sich nochmal richtig beschäftigen. Ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen an Silent Hill The Room denken, Silent Hill 4. Mit diesem Loch im Badezimmer. Und das war groß, dass man durchgehen konnte. Ah, ich erinnere mich, ja. Aber ich muss noch in das Nachbarzimmer denken. Das gefiel mir, das Loch. Wieso? Das Feld bricht zusammen. Alter Feder! Danke, dass du nochmal 9 Leute als Glücksknilze adoptierst. Euch 9 Leuten willkommen bei den Glücksknilzen. Dankeschön. Es ist sehr freigeschrieben, wenn man das so sagen kann. Entschuldige, aber ich bin nicht wirklich die richtige Person, um das zu beurteilen. Ist schon in Ordnung. Naja, in der letzten Zeit ist dieser Stil ziemlich populär geworden. Populär. So wird bei vielen Gedichten mittlerweile auch Wert darauf gelegt, was den Abstand und das Timing zwischen den Worten und Zeilen angeht. Kann dann nämlich durchaus sein, dass sie eine ganz besondere Wirkung entfalten, wenn man sie laut vorträgt. Wer oder was waren die Inspirationskinder? Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten formulieren soll. Vielleicht damit, dass ich vor kurzem so eine Art Offenbarung hatte. Janosch, jammern erkannt, sehr gut. Die sich danach ziemlich auf meine Gedichte ausgewirkt hatte. Eine Offenbarung? Würde ich schon sagen. Oder zumindest sowas in der Richtung. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, über solche Themen zu reden. Vor allem dann, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat. Kunst kommt ja auch aus dem Herzen. Oder so. Vielleicht können wir es ja noch einmal ansprechen, wenn wir uns alle ein bisschen besser kennen. Aber wie dem auch sei, hier ist Monikas Autorentipp des Tages. Ab und zu kann es beim Schreiben eines Gedichts oder einer Story dazu kommen, dass man sich zu sehr auf einen bestimmten Punkt fokussiert. Wenn man die ganze Zeit über versucht, es so perfekt möglich zu machen, der passiert mir auch auf kann es durchaus sein, dass man am Ende des Tages überhaupt keinen Fortschritt gemacht hat. Das ist aber auch der Scheiß. Weißt du, wie oft dieser Schreibfehler passiert? Ja, mir auch beim Idee, weil das E und das R sind direkt nebeneinander. Das und das Schlimme ist, du siehst das dann nicht immer sofort, weil es ist ja ein Wort, was existiert. Ja. Du überfliegst und denkst so, ja, alles richtig. Ja. I feel you. Deswegen kann es durchaus hilfreich sein, einfach erst einmal überhaupt etwas hinzuschreiben und sich später noch einmal darum zu kümmern. Kannst du aufhören, meine Kunst zu kritisieren und mich einfach mal machen lassen? Man kann sich das Ganze auch so vorstellen. Hält man seinen Füller zu lange über der gleichen Stelle, kommt am Ende nur ein unschöner Tintenfleck dabei raus. Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort zum Thema Overcorrecting. Es ist so schön, das gerade zu lesen, wenn man es nochmal spielt gerade. Overcorrecting ist nämlich immer so,
kaputt korrigieren, nennen wir das ganz gerne mal. Es ist das besser, einfach darum dran zu bleiben und den Schwung auf die nächste Seite mitzunehmen. Wusch. Kunst noch like this. So, das wäre mein heutiger Tipp des Tages. Er gefiel mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hab mich. Bye. Oh no. Go fuck yourself. Darf ich wieder reden? Cool. Ja. Endlich. Das Feld bricht zusammen! Wieso? Ich wollte damit sagen, dass ich aufs Klo muss. Oh Gott. Der Wind, ey. Ich wollte gerade aufs Klo gehen. Ich glaube, jetzt ist sie mir zuvor gekommen. Ja, klar. Muss man weitermachen. Na gut. Achso, ich habe im Chat geguckt. Mit zusammengezogenen Augenbrauen starrt Juri mein Gedicht an. Mittlerweile ist schon mehr als eine Woche vergangen. Genug Zeit, um mein Gedicht mehr als einmal gelesen zu haben. Verzeih. Ich habe vergessen, mit dem Sprechen anzufangen. Um Gottes Willen. Schon gut. Ich muss nur meine Gedanken in Worte fassen. Richtig warte, bra, ey, richtig so bra, was? In Ordnung. Das ist dein allererstes Gedicht, habe ich recht? Ja. Ja. Warum fragst du? Es gefällt mir. Ich wollte nur sicher gehen. Ich dachte mir nämlich, dass es dein erstes ist, nachdem ich es mir durchgelesen hatte. Yikes, ey. Das ist eine sehr blumige Art und Weise zu sagen, dass es richtig ass war. Kannst du mir noch etwas einschenken, bitte? Das wäre voll nett. Ich komme da nicht dran, du bist an der Quelle. Ja. Dermaßen schlecht ist es also. Nein. Bin ich gerade laut geworden? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Produziert 10. Nein. Also, Dankeschön. Es tut mir so leid. Juri vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. Tut sie gar nicht. Es sind ja schon mehrere Minuten vergangen und wir haben exakt null Fortschritte gemacht. Jesus. So geht's mir manchmal, wenn ich mit Gordon im Call sitze, wir eigentlich produktiv sein wollen. Und redet ihr dann wenigstens. Und dann spielen wir Overwatch. Ja, eben. Anscheinend braucht Juri immer eine Weile, um sich an neue Leute zu gewöhnen. Schon gut. Was hast du gesagt? Richtig. Es ist nur, dass es dass es spezifische Angewohnheiten gibt, die recht typisch für neue Autoren sind. Da ich selber mal diesen Angewohnheiten zum Opfer fiel, habe ich irgendwie gelernt, auf sie aufmerksam zu werden. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ich würde sagen, die auffälligste Sache, die ich an neuen Autoren merke, ist, dass sie versuchen, ihren Schreibstil sehr bewusst wirken zu lassen. In anderen Worten, tendieren dazu, einen Schreibstil abseits der Thematik der Handlung zu wählen und dies aneinander anzupassen. Das Resultat ist, dass sowohl Stil als auch Ausdrucksstärke geschwächt werden. Wenn Juri sich mal in Rage geredet hat, scheint sich das ganze Verhalten zu ändern. Take my notes, Emre, richtig. Ihr Stottern ist komplett verschwunden und mit einem Mal klingt sie wie eine absolute Expertin auf ihrem Fachgebiet. Natürlich kannst du dafür nicht. Es existieren so viele verschiedene Fähigkeiten und Techniken, die es braucht, um ein simples Gedicht zu schreiben. Sie nicht nur zu entdecken und zusammenzufügen, sondern auch noch zu funktionieren zu bringen, ist vermutlich der schwierige Teil. Es mag dich vielleicht erweichen kosten, doch Übung macht den Meister. Probiere neue Dinge und lerne anhand von Beispielen. Ich hoffe, dass dir jeder andere in diesem Club ebenfalls brauchbares Feedback geben kann. Natsuki kann jedoch ein wenig voreingenommen sein. Die Quelle. Voreingenommen? Wie? Nun ja. Vergiss es. So sollte ich nicht über Menschen reden. Entschuldige. Schon in Ordnung. Ich bin es gewohnt, dass Leute scheiße zu mir sind. Nicht zu dir. Siehe meinen Chat. Oh Gott.
Ich bin mir ehrlich nicht ganz sicher, ob Juri jetzt bereits bei mir, Natsuki oder noch bei sich selber entschuldigt hat. Was dagegen, wenn ich dein Gedicht jetzt lese? Ich bitte darum. Mich würde es freuen, meinen Gedankengang, der dahinter steht, zu teilen. Voller Vorfreude hat Juri ein verträumtes Lächeln aufgelegt. Fast schon so, als ob sie nicht allzu häufig so eine Chance bekommen würde. Ist das nicht irgendwie komisch? Schließlich sollte es sich hierbei doch um einen Literaturclub handeln, oder nicht? So was ich eigentlich Teil des Programms. Der Emre mit dem Emote, ey. Geist hinter dem Licht. Die Locken meiner Haare erstrahlen in bernsteinfarbenen Schein. Band. Es muss dieses sein. Das letzte Straßenlicht, das hier Zeiten hat überdauert. Das letzte Licht, das noch von den... Was? Den ekelartigen blaugrünen Färbungen des der Zukunft ersetzt zu werden, bestimmt ist. Ich bade. Besonnen. Atmend der Luft unserer Gegenwart. Doch lebend in der Vergangenheit. Das Licht flimmert. Ich tue es ihm gleich. Okay. That's deep, bro, I guess. Das gefällt mir. Cool. Blöd dafür. Ha. Ich hab's doch gerade dafür nur fürs Meme gesagt. Ja, klar. Das fand ich nicht so gut wie die anderen. Es tut mir leid, ich habe so eine fürchterliche Handschrift. Ja. Boah, meine ist noch schlimmer, dass sie meins überhaupt lesen können. Was? Also, die Gedanken hatte ich gerade nicht. Aber es hat sehr lange gedauert, bis du mit dem Lesen fertig warst. Sie hat sich, du kannst nicht richtig lesen. Ich kann nicht richtig lesen. Hallo? Ah. Naja, ich lese nicht oft die Handschrift einer anderen Person. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, dass du ziemlich schön schreibst. Hä? Das ist aber eine Erleichterung. Das Gedicht hat mir auch gefallen. Es war zwar kurz, aber trotzdem erklärend. Es war nicht zu kurz? Hast du mal das von Natsuki gelesen? Für gewöhnlich schreibe ich längere Gedichte. Kein bisschen. Ich bin... wirklich froh, dass du es magst. Ich will ehrlich sein. Da es unser erstes Mal ist, dass wir Gedichte teilen, würde ich eher etwas Simples schreiben. Rio, danke für 18 Jahre Treue. Danke. Etwas leicht Verdauliches, könnte man sagen. Leute, ich habe gerade wieder die Situation wie gestern. Ich muss so dringend aufs Klo. Sind Geister deine Leidenschaft, Juri? Ich liebe Horror. Eigentlich handelt die Geschichte überhaupt nicht von einem Geistmess. Wirklich? Dann habe ich ja wohl etwas falsch interpretiert. Ja, ne? Nun, ich vermute mal, dass du letztlich doch nur treu geflogen bist. Doch bedenke, dass Poeten oft ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen durch ihr Werk ausdrücken. Sie vollbringen meist mehr als nur eine einfache Handlung zu erzählen oder ein Bild zu malen. Also wenn ich ein Dingens schreiben würde, ein Gedicht würde da einfach nur drin stehen: Das Feld bricht zusammen! Wieso? In unserem Fall wird die Person der Handlung eventuell nur metaphorisch mit einem Geist verglichen. In ihrem letzten Ort des Komforts verweilend, unfähig der Vergangenheit zu entbehren. Nobody talks like that. Schon bald nicht zurückgelassen. Oh, Levisa ist da. Wenn man das so formuliert, klingt es ja gleich viel ehrwürdiger. Wer ist da? Levisa. Hallo. Hallo. Das ist mir nicht eine Sekunde in den Sinn gekommen. Beeindruckend. Nichts Extraordinäres, glaub mir. Doch, es macht mich wirklich glücklich, dass du so denkst. Ich will, dass du mir ein Gedicht schreibst, Amber. Das mache ich. Denke einfach daran, dass es nicht lange dauert, bis du ebenfalls auf solche Dinge aufmerksam wirst. Ja, da hast du vielleicht recht. Schätze, ich muss wohl einfach noch ein wenig üben. Ich glaube an dich. So. Klo. Oh, bist du fett? Bist du unfett? Ja. Kann einfach, damit es schneller geht, jetzt alles rauslassen. Nein, bitte nicht. Wollen wir das machen? Nee, geh aufs Klo, hau ab. Echt? Ja. Na gut, okay. Gut. Ich hätte es gemacht.